Hecht. Ist hier. Wir haben kurz 2-3 Minuten, wo wir euch Sachen fragen dürfen. Vor 7 Jahren, hättest du gedacht, dass du mal vielleicht ein bisschen nervös bist, weil du St. Gallen Huren hast gerockt und nachher im Gurten spielst und so wie in Zugzwang bist, vielleicht fast ein bisschen? Nein, das hätten wir definitiv nicht gedacht. Also es ist wirklich so, dass da wirklich so ein bisschen Bubenträume in Erfüllung gehen. Und, ja, aber ich meine, wir haben nicht das Gefühl, dass wir im Moment genau das Gleiche machen wie in St. Gallen, aber wir haben einfach das Gefühl, dass wir vor 2 Jahren hier mit den Leuten ein mega schönes Fest haben können feiern und wir hoffen, dass wir das wiederholen können. Vor 2 Jahren war Schwalbeni. Und jetzt? Zeltbeni. Das ist doch so der Aufstieg. Und nachher in 2 Jahren. Und nachher in 2 Jahren ist es nachher halb. Wie heißt sie? In 2 Jahren. Stage. In 2 Jahren seid ihr dort bei den. Weißt du, jetzt so ein Ding, wo man so kann harassen aufeinander tut. Seid ihr dort so. Nein, noch nicht, das Seil kommt. Nein, aber wir nehmen das wirklich recht mit Demut. Also wir, wirklich, wir machen schon lange miteinander Musik. Ich mache mit dem Krieg seit 20 Jahren in der gleichen Band Musik. Wir haben wirklich jede Fertigpasta im ganzen Land schon mal gegessen. Und von dem her gesehen, nehmen wir wirklich den Erfolg mit Demut. Also wir haben jetzt nicht das Gefühl, in 2 Jahren sind wir auf der Hauptbühne, sondern wir finden, wie, wenn wir in 3 Jahren noch eins in der Zeltbühne spielen können, ist das Ziel mehr erreicht. Ja, ja. Ja, ja. Ist aber wirklich so. Es ist wirklich so. Ich meine, wir wissen wirklich, woher wir kommen. Wir kommen mehr von der Campfire Stage als von der Hauptbühne. Aber wir genießen es natürlich. Banditsch heute, das Thema? Ja, das ist ein mega schöner Effekt. Ich meine, das ist wirklich seit 2 Jahren schon, eben, seit wir hier gespielt haben, haben wir schon 4-mal im Bierhübel spielen. Und das Schöne ist, wir singen auf Luzerndeutsch und die Berner singen jetzt einfach auf Banditsch. Und ich kann mir nie träumen. Ich habe immer Zürich West und Patent Tochter, das sind meine Helden, irgendwie gelost. Ich habe dich nie überlegt, dass die dann einfach, dass denen scheißegal ist, sondern die singen dann einfach so. Also die singen irgendwie Adam und Eva und es ist super. Ja. Der Adam und Eva, gell? Schön. Hey, wollt ihr noch am Gurt, was geht ihr am Gurt noch etwas schauen? Ja, ich bin morgen da und freue mich auf den ganzen Tag morgen. Pablo Nouvelle spielt noch, freue mich auch mega. Und ja, einfach so den Vibe genießen und Bands anschauen und Gorillas. Ich weiß nicht, wie rauskommt, wir wollen alle zu dem Gorillas-Konzert, aber bis wir mit dem Adrenalin einigermaßen dort sind, dass wir überhaupt können los, ist dann schon das halbe Konzert vorbei, aber das ist ja okay. Viel Erfolg auf jeden Fall. Merci vielmals. Merci.